Ich habe hier die Zahl 235. Eine Möglichkeit, wie du dir 235 vorstellen kannst, ist einfach die Zahl zu zerlegen nach jeder Stelle. Also 235 ist das gleiche wie 200er plus 3 Zehner plus 5 Einer. Und um es noch ein bisschen leichter zu machen, habe ich das Ganze hier unten auch nochmal bildlich dargestellt. Hier sind 100 Kästchen, das sind also dann insgesamt 200 Kästchen. Eine von den gelben Reihen hier hat 10 Kästchen, also sind das nochmal 30, also 3 Zehner. Und hier sind noch 5 einzelne Kästchen, sind also 235 Kästchen. Und jetzt lass uns doch mal gucken, was bildlich und auch mit den Zahlen passiert, wenn ich jetzt irgendwas addieren würde. Also zum Beispiel könnte ich ja mal addieren, ja, addieren wir doch mal 10 zum Beispiel. Dann addiere ich ja einen Zehner und 0 Einer. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinschaue, addiere ich also hier nur einen Zehner. Und bei den Einern brauche ich nichts hinschreiben und bei den 100 dann auch nicht. Und als Ergebnis kriege ich dann natürlich, naja, 3 Zehner plus 1 Zehner. Ich wechsle nochmal die Farbe, mache das wieder gelb. Das macht dann natürlich 4 Zehner. Und bei den anderen beiden, also bei den Einern und bei den 100 dann, da ändert sich ja nichts. Also kann ich hier immer noch sagen, das sind immer noch 200er. 200er. Und ganz rechts sind auch immer noch 5 Einer. Da habe ich ja nichts dran geändert. 5 Einer. So, und was habe ich jetzt bildlich gemacht? Ich habe einen Zehner hinzugefügt. Das heißt, lass mich mal eben hier kopieren und einfügen. Ich habe eine so eine Reihe hier genommen und habe die halt hinzugefügt. Also ist jetzt hier eine Reihe mehr dabei. Und das passt sogar mit dem Ausgerechneten hier oben zusammen, weil jetzt habe ich hier unten stehen immer noch die 200er, 1, 2, 3, 4 Zehner, wie ich auch hier oben ausgerechnet habe, und immer noch die 5 Einer, weil daran hatte sich ja wie gesagt nichts geändert. Okay, also wie viel ist das Ganze jetzt? Ich kann ja hier noch die Pluszeichen wieder dazwischen machen. Also, an der 2 hier hat sich nichts geändert, bleiben also immer noch 200. 3 plus 1 macht 4, also 4 Zehner, 30 plus 10. Und dann 5 plus 0, 5 Einer plus 0 Einer macht 5, also 245 oder eben 200er plus 4 Zehner plus 5 Einer. Okay, ich würde sagen, ein Beispiel können wir noch machen. Also lass mich eben hier das alles wieder wegnehmen, was ich hier hingeschrieben habe. Und dann benutze ich einfach das gleiche Beispiel nochmal, also die 235, aber diesmal addiere ich einfach irgendwas anderes dazu. Also der Zehner muss auch wieder weg. So, jetzt habe ich wieder die 235 hier stehen. Und dieses Mal addiere ich mal was Größeres und zwar 100. Also einen Hunderter. Und jetzt mache ich es auch mit den Farben mal ganz genau und 0 Zehner und 0 Einer. Das heißt, füge also hier einen Hunderter hinzu, also plus 100. Bei den Zehnern füge ich 0 Zehner hinzu, deswegen schreibe ich das jetzt nicht hin. Und bei den Einern füge ich 0 Einer hinzu, deswegen schreibe ich das da auch nicht hin, weil es ja 0 sind. Und dann kann ich das ja wieder ausrechnen. Zack. 200er plus 100er macht 300er. Hunderter. Und an den beiden hier ändert sich wieder nichts. Also nehme ich die einfach so mit. Das sind also dann 3 Zehner. Und bei den Einern sind es immer noch 5 Einer. 5 Einer. Und was habe ich bildlich gemacht? Ich habe einen Hunderter hinzugefügt. Also das hier war ja ein Hunderter. Also hole ich mir den jetzt nochmal. Und wie viele Hunderte habe ich jetzt? Naja, wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann habe ich jetzt hier 1, 2, 3 Hunderter. 3 Hunderter plus immer noch die 3 Zehner, die ja vorher auch schon da waren, und die 5 Einer. Und wenn ich das jetzt alles zusammen addiere, komme ich dabei natürlich auf 200 plus 100 macht 300.
Und 30 plus 0 macht 30. Und 5 plus 0 macht 5. 335 oder eben 300er plus 3 Zehner plus 5 Einer.